Jetzt sind wir bei den Neuheiten für die Monate September und Oktober. Bei den PKWs, respektive der Minikits, gibt es eine Änderung. Die Minikits sind jetzt immer zu zweit verpackt, zwei verschiedene Farben. Siehe hier auch beim Trabant, beim Wartburg und beim VW Passat. Und ebenso gibt es eine neue Verpackung, die etwas umweltfreundlicher gestaltet ist und ohne Kunststoff auskommt. Dann haben wir noch Pkw-Farbneuheiten im Bereich Audi A6, Limousine und Avant sowie Citroën 2CV mit Rolldach und dem Wartburg als 82er Limousine gibt es dann in Kombination mit einem bedruckten Quack Junior. Der VW Grand California ist jetzt im Bicolor zweifarbig gestaltet. Basierend auf der Mercedes-Heckflosse gibt es jetzt eine Polizei- und eine Feuerwehrvariante, die in einmaliger Auflage gefertigt wird. Bei der Polizei sind diesmal die Sprinter, besser gesagt VW Crafter, dominierend. Zum einen gibt es eine mobile Wache von Polizei Bayern Schwaben Nord, die einen schön gestalteten Hänger auch für Verkehrserziehung hinter den Sprinter hängen. Das Fahrzeug hat auch seitlich die entsprechende Markise auf der rechten Seite, einen österreichischen Gefangenentransporter der Polizei und eine Luxemburg-Ambulanz ergänzen das Trio der Kleintransporter. Bei den Feuerwehrfahrzeugen ist neben dem Z-Cab der Feuerwehr Bremen die neue Scania Crew Cab enthalten. Das erste Fahrzeug ist ein von Ziegler in Kroatien gefertigtes HLF, welches an die Feuerwehr Santander in Spanien ausgeliefert wurde. Eine neutrale Variante wird folgen. Dann gibt es bei den Einsatzfahrzeugen noch einen Scania Koffer-Lkw als Intensivambulanz aus Schweden, gefolgt von einem schönen Bergefahrzeug, was in Laufern der Pegnitz in Bayern beheimatet ist, von der Firma De Martini, und die MAN-Schwerlastzugmaschine, die aktuell an Max Bögl ausgeliefert wurde, hat jetzt auch diese Seitenverkleidung, ist allerdings die mit dem langen Radstand. Eine Farbänderung gibt es bereits bei der Actros Edition 3, ebenso bei der Volvo FH-Zugmaschine, bei der FH16 mit Rammschutz, Lampenbügel und im Schweden-Design. Dann haben wir noch einen schönen Holztransporter aus Nordrhein-Westfalen von der Firma Steinbach mit Scania-Fahrerhaus und einen Stahl-Rundmuldensattelzug aus Luxemburg von der Firma Waxlux, die mit einer Scania-Zugmaschine unterwegs ist. Die Baufahrzeuge werden im orangefarbenen Bereich durch einen DAF XG mit Stahlrundmulde ergänzt und im grauen Bereich mit einem DAF XG mit Stoffelleineauflieger und einem Scania CG17 6x6 mit einem Rundmuldenauflieger. Dann haben wir noch einen Bagger, Liebherr-Bagger von der Firma Schlenter, wo im letzten Prospekt schon der Kippsattelzug drin war. Und Felbermeier kommt der Iveco S-Way mit einem Rundmuldenauflieger. Von Greiving haben wir dann einen Eutersilo-Sattelzug mit kurzem Eutersilo und von Mammoet aus den Niederlanden einen schönen MAN 6x2 der neuesten Baureihe mit Tiefladerauflieger. Aus Österreich kommt das Vorbild von der Firma Herzer, ein wahnsinnig aufwendig zu fertigendes Fahrzeug mit sehr vielen Details und sehr vielen Bedruckungen sowie Schablonenlackierungen. Die Senja ist ein Klassiker aus Schweden, ausnahmsweise mal ein Scania 142, der auch so heute noch unterwegs ist. Ferntrans Haas haben wir bereits das erste Fahrzeug vor Monaten ausgeliefert, kommt jetzt ein neuer Scania mit einer neuen, größeren Sonnenblende,
die nicht ab Werk, sondern als Zubehör angeboten wird im Original. Dann haben wir einen schönen Polen von Templar European, ein DAF XG Plus, der mit einem Kühlkofferaufleger schöne Motive zeigt. Von PostNord aus Schweden, das ist halt die schwedische Post, kommt ein Volvo Globetrotter XL als Schwedenkombizug. Von der Firma Buck aus Baden-Württemberg ein Schubbodensattelzug mit aktueller MAN-Zugmaschine. Und die Spedition Wand hat sich etwas Neues einfallen lassen. Wir bringen jetzt einen Iveco S-Way Gardinenplan-Sattelzug, so wie er aktuell ausgeliefert wurde an Wand. Und auf den Türen ist entsprechend das Logo, jedoch ohne Wandschriftzug. Die Streifen entsprechen dem Wand-Logo, aber der Schriftzug beinhaltet nicht Wand, sondern den Namen des jeweiligen Fahrers des Fahrzeugs. Also wird es da viele verschiedene Varianten geben. Heide Logistik wird mal wieder das Thema ergänzt durch einen Scania-Sattelzug, diesmal in komplett schwarz. Dann eine weitere Formneuheit, die Schweizer Spedition Emil Egger, die ein markantes Logo bei allen Fahrzeugen vorne im Grill integrieren. Das haben wir als Modell entsprechend umgesetzt. Das heißt, im Moment kommt ein Actros-Hängerzug, Dreiachs-Zweiachs, der vorne dieses Emil Egger-Logo trägt im Grill, was natürlich später auch bei Scania und anderen Fahrzeugen umgesetzt wird. Das Herpa Weihnachtsmodell ist eine Formneuheit in diesem Jahr. Es kommt der DAF XG als Lowliner mit einem 15 Meter Lowliner-Auflieger, also ein Langauflieger als Lowliner. Und aus Polen kommt ein wunderschönes Fahrzeug im Le Mans-Design, Anlehnung an Golf von der Spedition Repinski und Scania mit Schubbodensattelzug. In der Spur N werden wir einen Containersattelzug mit MAN und Bacon-Container liefern und das Zubehör der Dachträger mit einigen Fanfaren kommt jetzt in Braun und in Chrom. Natürlich werden auch die Fahrerhäuser des neuen DAF XG und XG Plus in den Teileservice sowie auch das Fahrgestell mit Chassisverkleidung integriert und ein fehlendes Scania-Fahrerhaus mit Windleitblechen kommt auch noch hinzu. Im militärischen Bereich kommt eine im Flecktarn-Design gestaltete Arox 6x4 Zugmaschine sowie ein Scania CR Niedrigdach Semitiefladesattelzug, der von Wehrtechnischen Dienststelle für Waffen und Munition so eingesetzt wird in Blau. Modellbau Schwarz kommt der Mercedes-Benz LPS 2032, einmal als Solo-Zugmaschine in Blau, dann als Containersattelzug von der Spedition Offergeld sowie als Tanksattelzug von Gläser aus Herten. Alle Modelle selbstverständlich nach Vorbild. Lieferbar sein sind die Modelle ab ca. November und ergänzend kommt auch eine taubenblaue Scania LB76 Zugmaschine mit weißem Fahrerhausdach.